Vielleicht ist es jetzt auch doch eine gute Gelegenheit, dass sich die beiden anderen Referenten auch zeigen und wir in so eine gemeinschaftliche Diskussion gehen. Es ist nämlich jetzt eine Frage, die bezieht sich auf Ihren Vortrag, die hat aber auch schon Tim Rath im ersten Vortrag bei der Sharing Mobility angesprochen. Huch, jetzt ist der Vortrag weg. Jetzt ist der Kommentar weg, aber ich habe ihn noch im Hinterkopf. Ich fand ihn jedenfalls ganz sinnvoll, ob es so eine bundesweite ja, Plattform irgendwie in Arbeit ist oder angedacht ist. Tim Rath hatte das in seinem Vortrag auch angesprochen. Im Augenblick scheint es ja so eine Art Wildwuchs zu geben. Jeder auf verschiedenen Ebenen, Amthüttner Berge wurde gesagt, macht was, vielleicht NASH, vielleicht auf Bundesebene. Es wäre ja schon schön für die Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie eine Plattform hätten, die alles unter einem Dach enthält. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen? Ja, natürlich irgendwie. Wobei ich der Überzeugung bin, dass wir jetzt keine Deutschland-App brauchen, die dann irgendwie, die jeder hat, sondern dass es sinnvoll ist, auch halt natürlich da erstens den Wettbewerb ja, zu haben und auch verschiedene individuelle Apps zu haben. Also wir haben jetzt hier vorhin diese Fahrrad-App gezeigt bekommen oder ge davon gehört. Das ist vielleicht ein anderes Klientel als, ich sage jetzt mal, irgendwie die alte Oma, die irgendwie hauptsächlich halt drei verschiedene Verkehrsmittel irgendwie immer bucht oder die gleichen Verbindungen zum Arzt und zu ihrer Tochter oder so braucht. Was wir aber brauchen, sind Vereinbarungen über Standards, über Schnittstellen, über Datenqualitäten. Und bisher ist es so, dass jede Branche so seine eigenen Sachen macht und dann halt irgendwie sagt, ja, die anderen können ja gerne zu mir auf die Plattform kommen, aber ich gehe jetzt nicht auf die. Und deswegen funktioniert diese komplette Vernetzung nicht, sondern jeder hütet da seinen Datenschatz, als ob es irgendwie wirklich das Gold der Zukunft wäre, anstatt halt an den Nutzen für die Verbraucherinnen und Verbraucher zu denken. Es gibt da immer wieder Initiativen oder es gibt da auch ganz gute Initiativen, auch jetzt durch die Bundesregierung, die viele dieser Vernetzungen ja auch fördert und derzeit an einem Datenraum Mobilität arbeitet, wo genau das passieren soll, dass man nicht nur Standards, sondern auch sich über bestimmte ja, vertrauenswürdige Arten des Miteinanderhandelns vereinbart. Also dass man bestimmte Verträge Formen und solche Regeln auf die vereinbart. Und wenn das klappt, ich hoffe sehr, dass dieser Mobilität, Datenraum Mobilität ein Erfolg wird, dann wären wir da schon ein ganzes Stück weiter und dann hätte praktisch jeder, der eine gute Idee hat, die Möglichkeit, sich mit Datenanbietern zusammen zu connecten und seine Idee dann auch wirklich zu verwirklichen. Herr Rath, wäre das für Sie eine spannende Sache, so an so einem Datenraum teilzunehmen, frage ich mal direkt. Ja, absolut. Also ich glaube, was die Frau Jungblut angesprochen hat, das ist ganz richtig, dass es gibt gerade sehr viele Initiativen, die lokale Angebote schon bündeln. Also Amthüttner Berge ist ein Beispiel. Dann gibt es zum Beispiel Yelby aus Berlin, die machen auch genau das. Und ich glaube, es ist wichtig, dass die einzelnen Anbieter oder Enabler, wie wir es von MoCo zum Beispiel sind, da, ich sag mal, nicht eitel sind und sagen, wir wollen aber unser eigenes Ding machen, sondern eben offene Schnittstellen leben, um eben ein gesamtes Netzwerk zu spannen, was dann eben den ja, Vorteil des Nutzers, des Endnutzers am Ende einfach bringen kann, sodass man dann wirklich auch von Digitalisierung und von den einzelnen Angeboten profitieren kann. Vielleicht ist das ein guter Moment, auf eine Frage zurückzukommen, die auch bereits im ersten Vortrag aufploppte. Es geht ja im digitalen Raum natürlich viel um Daten. Was ist dann mit dem Datenschutz? Also wie werden die erhobenen Daten gespeichert? Das könnte ja auch nochmal ein Problem werden. Ja, also da muss man immer unterscheiden, handelt es sich um personenbezogene Daten? Das sind zum Beispiel alle Daten, wo jetzt mein Name mit meinem Handy oder mit meiner Kreditkarte oder sonst, also alle Daten,
die praktisch einen Rückschluss auf mich zulassen, sind personenbezogene Daten. Da haben wir einen guten Rechtsrahmen, die Datenschutzgrundverordnung. Die müssen natürlich die Unternehmen, mit denen ich einen Vertrag eingehe oder wenn ich die App nutze, berücksichtigen. Da gibt es zwar auch Anforderungen, zum Beispiel, dass man auch wirklich nur die Daten abfragt, die man wirklich auch für den Service braucht. Es gibt ja immer mal wieder schwarze Schafe, die dann sagen, ich hätte gern dein ganzes Telefonbuch und am liebsten würde ich auch immer tracken, wenn wo du hingehst. Das ist oftmals überhaupt nicht nötig und auch nicht im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Um aber jetzt auch zum Beispiel Informationen darüber, was gibt es denn alles und was könnte ich denn buchen, ist es nicht notwendig, dass man personenbezogene Daten weitergibt. Die können dann auch anonymisiert weitergegeben werden. Aber da brauchen wir dringend eine Vereinbarung auf hohe Standards, die immer auch dem Stand der Technik entsprechen, damit es nicht möglich ist, irgendwelche Daten wieder zu de-anonymisieren und dann doch irgendwie jemand rausfinden kann, wo ich jeden Tag einkaufen gehe oder sonst irgendwie sowas. Ne? Ich weiß gar nicht, ob Herr Stückel auch irgendwie dabei ist. Ich sehe, ja, er ist auch dabei. Dann stelle ich nämlich jetzt auch eine Frage zur Intermodalität zum Fahrrad. Und zwar, wo ist sie denn? Genau. Von Tanja Heppekhausen, wie wird das Fahrrad also in der Infrastruktur eingebunden? Ist das nicht gerade im ländlich flachen Raum eine zunächst einfachere Möglichkeit, als jetzt den ÖPNV auszubauen? Ja, ich weiß, ist eine Frage vielleicht an alle. Wer mag darauf antworten? Herr Stückel, wissen Sie da etwas drüber? Fahrradinfrastruktur. Ich lese gerade den, muss gerade nochmal kurz zenieren. Ja. Das ist ja eigentlich eher, sonst ist es einfach ein Kommentar oder ein Plädoyer, dass man sich nicht zu sehr auf den ÖPNV stürzt im ländlichen Raum, sondern das Fahrrad eben auch mit bedenkt. Ja, aber da würde ich vielleicht einwerfen, dass der ÖPNV eine wichtige Rückgratfunktion hat. Ne? Also natürlich hat das Fahrrad viele Vorteile, aktiv, ich bewege mich und tue auch noch was für meine Gesundheit. Aber die Leute altern, manchmal fühlt man sich nicht so gut irgendwie oder man hat auch wirklich halt körperliche Gebrechen. Oder ich habe irgendwie viel zu transportieren und Kinder und sonst irgendwie sowas. Und deswegen ist der ÖPNV wirklich eine ganz wichtige Grundversorgung, die eigentlich dann auch immer wichtiger wird. Und wir wollen natürlich hauptsächlich die Leute ja aus dem eigenen Auto motiviert bekommen und das Fahrrad ist für viele eine Alternative, aber es muss andere Alternativen auch noch darüber hinaus geben. Dann gab es ja noch, habe ich gesehen, zwischen Ihnen und einer Teilnehmerin einen Austausch, wo das denn schon mal verwirklicht wäre, so ein 25-Minuten-Umstieg oder so. Da haben Sie auf den Landkreis Osnabrück hingewiesen. Also kann ich nur auf den Chat verweisen. Ja, dann von Joachim Kaubers noch mal ein Kommentar, dass sich wahrscheinlich das Bauen auf Anschlussmobilität auf dem Land als wirtschaftlich nicht auskömmlich erweisen wird. Und er schlägt vor, wir müssten eigentlich eine Grundförderung fordern auf Bundesebene unter dem Stichwort Verkehrswende, damit so etwas überhaupt möglich ist. Da würde wahrscheinlich hier niemand widersprechen. Nee, genau, das hatte ich ja eigentlich gesagt, dass das halt, wenn man diese Kriterien festlegt, dann muss es halt einen Fahrplan geben, eine Roadmap, wie man die erreicht und die muss natürlich dann auch finanziell unterlegt sein. Dazu braucht man sicherlich auch neue Finanzierungssäulen, mehr als die wir heute haben. Und ich würde eigentlich eher sagen, oder beziehungsweise ist eigentlich ganz klar, je besser mein Grundstück, auch mein Geschäft an den ÖPNV angebunden ist, desto höher ist natürlich irgendwie auch die Wertigkeit und im Zweifel steigt dann sogar auch halt der Wert meines Grundstücks oder meines Geschäftes, sodass man natürlich tatsächlich dann auch darüber nachdenken könnte, ob Arbeitgeber zum Beispiel auch zur Finanzierung mit herangezogen werden könnten.
Ja, da gibt es auch gerade einen Kommentar im Padlet, ein niederländischer Referent, der erwähnt hatte, dass man auf dem Land dort auf Schnellbusse setzt, also auf diese Umsteigepunkte, wo man mit dem Schnellbus dann schnell wegkommt. Dahin kommt man aber dann mit dem Rad und kann es dort sicher abstellen. Das wäre sicherlich eine gute Möglichkeit. Ja, ich würde auch einfach sagen, irgendwie wir brauchen alles irgendwie und sollten aber nicht irgendwie jede Innovation erstmal aufschreien, was ist das denn, das brauchen wir nicht, sondern je größer das Angebot ist, desto eher findet auch jemand was zu einem passt. Ja, da habe ich hier noch eine Frage zum Thema Intermodalität und auch Konkurrenz, vielleicht auch an Herrn Rath. Es geht da um Sharing, inwieweit Sharing eben eine Konkurrenz zum ÖPNV darstellt, wenn man es nicht von vornherein integriert. Also es war eigentlich so der Wunsch, sage ich mal, beides zusammenzubringen. Dann bietet es eben Mehrwert. Aber die Gefahr sieht man hier oder sieht der Kommentar hier, dass der ÖPNV ein bisschen kannibalisiert wird dann dadurch. Ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, also oder Herausforderung, sagen wir es so. Im Grunde genommen sollten Sharing-Angebote genau die Ergänzung darstellen. Und zwar und genau das machen, wo vielleicht ÖPNV noch nicht ist und vielleicht diese, was die Frau Jungluck gerade schön angesprochen hat, die Verknüpfung zu dem, oder Herr Stückel, ich weiß nicht genau, die Verknüpfung, nämlich den Weg zur Bushaltestation, dass man das eben mit einem Fahrrad zum Beispiel, was man sich geliehen hat, dass man das machen kann. Letztendlich kann man es nicht ganz ausschließen, dass auch der eine oder andere, dann, der vielleicht sonst mit dem Bus gefahren wäre, dann in das Auto steigt. Komplett ausschließen kann man es nicht. Ich glaube, es ist wichtig, dass man trotzdem Alternativen schafft, weil es gibt vielleicht auch Dinge, wo dann vielleicht ein Sharing-Fahrzeug besser geeignet ist. Ich sage jetzt einfach mal den Umzug, so, wo ich mir vielleicht einen Transporter miete. Das hätte ich vielleicht sonst auch nicht unbedingt mit dem Bus gemacht, aber ich glaube, es gibt einfach, es sollte in erster Linie einfach eine Ergänzung sein, aber man kann es auch nicht ganz ausschließen, dass es sich kannibalisiert. Ja, dann gibt es noch im Chat den Hinweis, dass der ÖPNV auch gerne Fahrräder mitnehmen sollte, mehr als es vielleicht jetzt der Fall ist, weil das wäre gerade auf dem Land ein Angebot, das sich viele wünschen. Ich denke, das kann man als Kommentar wahrscheinlich nur unterstreichen. Naja, klar. Es gab vorhin noch eine Frage, inwieweit diese ganzen Apps oder Angebote, sei es jetzt Bike Citizen oder Moquo, eben auch ein Beitrag zum Aufbrechen alter Gewohnheiten sein können. Und auch so ein bisschen die Frage nach der Kommunikation. Also eine App, nutzen das auch die Älteren oder muss man denen vielleicht einfache Versionen zur Verfügung stellen oder eben auch anders kommunizieren? Also aus meiner Erfahrung ist es hier wichtig, dass man auch mit lokalen Anbietern oder dass man vielleicht mit der Gemeinde oder Vereinen in der Region eben zusammenarbeitet, um das Ganze, um sowas eben auch für ältere Menschen erfahrbar macht und eben auch ein gewisses Vertrauen schafft und eben dann auch die Möglichkeit hat, das ein bisschen beizubringen und zu lernen und auch ein bisschen die Angst zu nehmen. Weil ich glaube, oft ist es erstmal neu und App klingt vielleicht erstmal komplizierter, als es dann letztendlich ist. Also ich glaube, dass man da viele Dinge von vornherein eigentlich abbauen kann. Ich würde auch die... Entschuldigung. Ja. Ich war fertig, bitte. Ja, die ältere Zielgruppe, muss man halt definieren, was jetzt alt bedeutet. Aber weiß nicht, man hat ja die ganzen Senioren, die ja hier den Elbradweg oder sich Radreisende ganz Deutschland bereisen und die laden sich alle Komoot in ihre GPS-Geräte rein, die sind teilweise fitter als andere. Also das würde ich jetzt nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Da sind die recht fit. Irgendwann appt das natürlich ab, aber ich meine, die Gruppe bis 65 ist da topfit unterwegs. Ja. Ich würde auch keine zweite App irgendwie anbieten wollen, die einfach zu bedienen ist. Das Sinn und Zweck ist es eines Anbieters, so einen einfachen Zugang wie möglich darzulegen, der vielleicht im Hintergrund am besten bietet man eine App an, die ganz einfach vordergründig funktioniert und der Pro-Nutzer kann im Hintergrund weitere Features sich einstellen. Eine Google Maps-Karte funktioniert ja auch so einfach wie möglich und im Hintergrund bestehen x Variationsmöglichkeiten für professionelle Anwender. Ja, ich würde das auch unterstützen. Ich glaube auch, dass es einfach
ja jetzt halt so eine Entwicklung ist, die auch nicht aufzuhalten ist. Allerdings haben wir auch gesehen bei der Terminvergabe jetzt für die Impftermine, dass es dann doch bei den über 80-Jährigen dann teilweise dann auch nicht so gut funktioniert hat, wenn die sich irgendwelche Links dann anklicken sollten oder so. Und deswegen gibt es natürlich schon die Gefahr, dass dann halt eine Bevölkerungsgruppe abgehängt wird. Deswegen würde ich auch immer dafür plädieren, dass es auch eine analoge Möglichkeit geben können sollte, wo es denn irgendwie möglich ist. Ich sehe aber da auch dann natürlich Grenzen. Aber so kann man ja zum Beispiel einen Rufbus auch per Telefon anrufen. Und es gibt ja auch weiterhin den Fahrplan, was auch zum Beispiel nicht ganz unwichtig ist, dass man vielleicht auch weiterhin bar sich ein Ticket kaufen können muss, weil es immer Leute gibt, die ja die digitalen Möglichkeiten zu bezahlen nicht nutzen möchten oder können. Aber ich sehe da natürlich den Zwiespalt, dass man das ja auf lange Sicht nicht aufrechterhalten kann. Aber auf der anderen Seite nimmt dann ja auch jedes Jahr irgendwie die Bevölkerungsgruppe ab, die vielleicht da irgendwie ausgeschlossen werden sein könnte. Und wichtig ist es natürlich auch, die junge Zielgruppe gleich mitzunehmen. Und die springen natürlich sehr viel auf dieses Spielerische an. Wir machen halt Schleswig-Holstein innerhalb dieser Kampagne zum Spielbrett, in dem es Punkte zu sammeln gibt. Ja? Und das ist ein spielerischer Anreiz, der dann eben im Endeffekt dazu führt, dass die Leute mehr Radfahren, auch Schüler. Und man muss halt irgendwie dagegen treten, dass man die nächste vermeintliche Evolutionsstufe erklimmt und sich mit 18 Jahren das eigene Auto kauft. Dann eben vielleicht eher auf Sharing-Angebote und flexibel, intelligent durch die Gegend. Haben Sie eigentlich auch einen Unterschied, sehen Sie einen Unterschied bei der Nutzung zwischen Männern und Frauen? Ich frage, weil auch der ÖPNV zum Beispiel mehr von Frauen genutzt wird, also von daher auch wichtig ist, jetzt um Geschlechtermobilität aufrechtzuerhalten. Es ist relativ heterogen. Ich würde mal sagen 60-40. 60% Männer, 40% Frauen. Das bei anderen Apps sieht es drastischer aus. Wenn man zum Beispiel Strava herannimmt, dann geht es ja wirklich um sich gegenseitig in der Community zu messen, die Bestleistungen darzubieten. Und wir steuern das ja eben anhand dieser Benefit Provider. Und wenn Benefit Provider attraktive Benefits zur Verfügung stellt für eine gewisse Zielgruppe, dann kann man das eben steuern, ob eben mehr Frauen, mehr ältere Leute, mehr Angelfetischisten oder mehr Kaffeeliebhaber an so einer Kampagne teilnehmen. Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Rath? Wie sind Ihre Zielgruppen, mehr männlich, mehr weiblich? Also Zielgruppe ist erstmal ich sag mal, neutral erstmal alle. Wir haben allerdings eine Auswertung gemacht, jetzt nicht nur was Moco angeht, sondern generell, was so Sharing-Nutzer angeht. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass so der Hauptnutzer ist männlich und so Anfang 50. Das hat sich da tatsächlich raus ergeben. Aber unser Interesse ist natürlich, dass das jeder gleichermaßen nutzen kann. Also da haben Sie ja gleich ein Arbeitsfeld von Frau Jungblut sozusagen mitbekommen, ein bisschen zu erweitern. Aber hier noch eine interessante, ganz praktische Frage. Man schafft natürlich mit der Digitalisierung auch neue Abhängigkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gesehen haben im Padlet. Es ist nicht so sehr die Angst vor der App, sondern die Frage, was mache ich, wenn mein Smartphone ausfällt? Geklaut, Akku leer, kaputt, gehe ich dann zu Fuß? Naja, erstmal bietet das Smartphone ja die Möglichkeit, eben über die Navigation neue Wege zu entdecken, und das sollte dann auch zur Gewohnheit führen, weil normalerweise ist es so, dass mir die App, also ich ziehe einen neuen Ort und werde mir dann 3-4 Möglichkeiten über die App anzeigen lassen und werde dann konditioniert auf einen neuen, schönen Arbeitsweg, der mir natürlich dann auch irgendwann im Hirn eingebrannt ist. Dafür brauche ich dann langfristig keine App mehr. Ansonsten bei der Teilnahme in der Kampagne, wenn das Smartphone mal futsch ist, dann geht das ja über den User-Account, und der ist abhängig von iOS oder Android. Das hängt nicht vom Gerät an sich ab. Aber wir brauchen natürlich auch im ländlichen Raum eine gute Datenübertragungskapazität. Aber das sind ja Ziele, die wir nicht nur für die Mobilität brauchen, sondern auch für Homeoffice und für alle anderen Sachen auch.
Und ich glaube, man hat sich ja schon dran gewöhnt. Ich meine, viele Leute haben ihr Bahnticket auch auf dem Handy. Und da gab es am Anfang auch die Sorge, was passiert denn, wenn mein Akku alle ist und so. Man kann mittlerweile die Sachen aufladen. Also es ist tatsächlich dann doch nicht so ein großes Problem geworden, wie man vielleicht am Anfang erwartet hatte. Jeder passt halt sehr gut auf sein Handy mittlerweile auch auf, weil er weiß, das ist ja im Prinzip so mein Schlüssel zu allem Möglichen und das ist extrem wichtig. Mhm. Dem kann man auch entgegentreten, indem wie wir es machen, also so ein Hybrid anbieten. Bei uns gibt es Offline-Karten. Also momentan bietet man eine Offline-Karte von ganz Schleswig-Holstein an. Das heißt, die Navigation, die Routenberechnung funktioniert ohne Daten und auch nur ein GPS-Signal. Das ist dann wieder akkusparend und funktioniert dann auch am Land. Ich wohne in Berlin. Wenn man Berliner Stadtgrenze verlässt, ist eigentlich nur noch Edge-Empfang und dann steht man im Wald und kennt sich nicht mehr aus. Dann nützt die beste App dann nichts. Ja, das haben wir auch verstanden, dass wir dem entgegentreten müssen. Okay. So, es kommen nicht mehr so viel an Kommentaren. Es gab vorhin noch der Hinweis, dass man vielleicht mal so ein Referenzprojekt braucht für das Ping-Projekt in Schleswig-Holstein, mal für eine erste 30.000 Einwohner-Gemeinde. Dann kam auch noch ein Hinweis auf Heide mit Mängelmelder. Das funktioniert auch ganz gut und die Stadt ist dann immer gleich hinterher, wenn Mangel gemeldet wird, ähnlich wie Sie das bei Bike Citizen machen. Vielleicht dann eine Schlussrunde und vorher einfach der Hinweis, bevor Sie das Webinar, die Session verlassen, gerne an einer Umfrage teilnehmen. Herr Voss, vielleicht können Sie nochmal posten mit Feedback, Kommentaren, Anregungen, die Veranstalter nachher dann nutzen können für die weiteren Planungen. Dann würde ich einfach nochmal sagen, von mir aus eine kleine Schlussrunde, vielleicht auch an alle. Was brauchen wir, um so die Möglichkeiten der Digitalisierung noch ein bisschen besser voranzubringen? Man sieht ja jetzt bei der Corona-App, finde ich, sah man auch eher so die Grenzen, wenn man an Digitalisierung in Deutschland denkt. Gibt es da irgendwelche zum Beispiel rechtlichen Hemmnisse, an denen man arbeiten muss? Oder was brauchen wir, dass da vielleicht noch mehr Ideen und Möglichkeiten geschaffen werden? Frau Jungblut, haben Sie da vielleicht irgendwie einen Hinweis oder aus Ihren Diskussionen, wo es da noch rechtliche Hemmnisse gibt? Ja, wir brauchen auf jeden Fall auch flexible Regulierungsrahmen. Also ich habe auch vorhin in der Anhörung gesagt, das Personenbeförderungsgesetz, wie gesagt, irgendwie ein sehr wichtiger Rechtsrahmen, der wird gewöhnlich so alle 10 Jahre mal irgendwie überarbeitet. Das ist natürlich heute, also finde ich, nicht mehr zeitgemäß, sondern im Grunde genommen ist nach der Novelle vor der Novelle. Also es muss irgendwie ständig weiterentwickelt werden. Und wir brauchen endlich auch den Druck auf alle Anbieter, sich wirklich zu vernetzen, dass die Daten dann halt in Apps zusammengeführt werden können, damit wir nicht mehr halt diese Fürstentümer haben. Und da hatte ja auch einer geschrieben, wieso machen wir es nicht so wie in Finnland? Ich glaube, man versucht es im Moment immer noch im Guten, indem man sehr viel verhandelt und sehr viel mit den Leuten redet irgendwie. Aber irgendwann muss man natürlich dann auch mal sagen, dann macht man natürlich nachher irgendwann vielleicht doch mal eine Datenteilungspflicht. Ja, vielleicht das erstmal. Vielleicht mache ich auch zum Schluss nochmal, weil ich dann was von den anderen gehört habe. Ich habe ja so einen leichten Informationsdefizit. Genau. Ja, dann mal von den beiden, sag ich mal, App-Anbietern von Mokwo und von Bike Citizens, wäre das für Sie ein Problem, so eine Datenteilungspflicht? Ich habe verstanden, eigentlich nicht groß, ne, Herr Rath? Wir sind da komplett offen. Und ich glaube auch, was vielleicht so die generellen Herausforderungen und Bedenken angeht, ich sehe es so ein bisschen so, dass vielleicht einfach wir es schaffen müssen, dass so ein bisschen diese Ängste und Hemmnisse abgebaut werden, weil ich habe die Erfahrung gemacht, jetzt konkret aufs Thema Sharing bezogen, dass die meisten Leute am Anfang auch ein bisschen Bedenken haben, aber wenn sie es dann mal benutzt haben, haben sie gemerkt, es ist nicht so kompliziert, wie ich es am Anfang gedacht hatte oder befürchtet habe. Und genauso das Thema Empfang oder was ist, wenn mein Akku leer ist, das sind oft Bedenken, die sich dann irgendwie erübrigen. Ich glaube, wir müssen es schaffen, diese Hemmnisse abzubauen, weil da oft die Bedenken größer sind, als es dann tatsächlich nachher sich bewahrheitet. Mhm. Wir arbeiten aber in vielen universitären Projekten, Forschungsprojekten Hand in Hand und sind dem Thema natürlich auch offen gegenüber. Wir müssen natürlich unserer Community immer warnen, was wir mit diesen Daten machen, weil wir kommunizieren das sehr transparent. Also unsere anonymisierten GPS-Daten wollen wir, das ist unsere Vision, dazu verwenden, den Radverkehr
letztendlich zu verbessern. Ja, und wenn damit Unfug getrieben wird, dann haben wir als App-Anbieter natürlich auf der anderen Seite ein großes Problem. Das darf eben nicht passieren und da muss sichergestellt sein. Und was ich nochmal als Appell vielleicht so in die Runde oder an alle richten darf, man sollte also aus diesem Konkurrenzdenken generell rausgehen, weil wir hatten vor einer Woche ein Thema über dieses NFVP-Projekt, inwieweit man jetzt mit Stadtradeln zusammenarbeiten kann. Ob das denn möglich ist, also ich muss mir wirklich die Frage stellen, ob das denn möglich ist, in einer Region zwei Kommunikationskampagnen zu realisieren. Das sind ja oft, was wir als Anbieter gar nicht so konkurrenzgetrieben, sondern eher die Kommunen an sich, die es für sich selbst nicht vorstellen können, in einer Region tatsächlich zwei Fahrradkommunikationskampagnen zu realisieren. Da wird oftmals die eine Kampagne, die 3 Wochen lang realisiert wird im Jahr, also Stadtradeln, als Feigenblatt genommen, genug für den Fahrradverkehr unternommen zu haben. Da ist dieses Konkurrenzdenken bei manchen kommunalen Vertretern größer angesiedelt als bei den Herstellern an sich. Okay, und es gab noch eine Frage jetzt im Chat, Andreas Aden, nehme ich mal an, bezüglich offener Schnittstellen zwischen den Datenbanken. Ist es vielleicht auch ein technisches Problem, dass man offene Schnittstellen einrichten muss, oder sehen Sie da nicht so das Problem? Also er sagt nämlich, die Datenteilungspflicht ist meines Wissens schon unterwegs. Fehlt nicht eine Zusammenarbeitspflicht bezüglich offener Schnittstellen zwischen den Datenbanken? Nee, Datenteilungspflicht jetzt für alle ist noch nicht unterwegs. Es gibt von der EU eine Verpflichtung jetzt für ÖPNV-Anbieter, dass die halt ihre Fahrplandaten und gewisse andere Sachen jetzt öffentlich zur Verfügung stellen müssen, aber eben nicht, dass das für alle gilt. Und es ist aber schon richtig, es geht eher darum, dass man Kooperationen anreizt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob man halt tatsächlich dazu, dass die Leute dazu zwingen kann, weil das natürlich halt auch ein sehr starker Eingriff in die Vertragsfreiheiten sind. Aber natürlich kann man auch die Unternehmen ja anreizen, indem man ihnen halt auch ein bisschen Support anbietet, wie das auch im Datenraum Mobilität ja angedacht ist. Da werden dann halt Konnektoren gebaut, die zur Verfügung gestellt werden. Da wird dann halt eine Infrastruktur angeboten, die auch halt in Richtung Beratung geht und vielleicht auch nachher in Schlichtung, wenn da irgendwas schief läuft. Das kann die Politik und muss sie auch tun und macht sie auch. Aber halt, es kann sich ja jeder vorstellen, wenn man jetzt ein Unternehmen verpflichtet, mit jemandem zusammenzuarbeiten, dann hat er auch andere Möglichkeiten, das zu verhindern, indem er halt vielleicht irgendwie schlechte Daten überliefert oder einen hohen Preis nimmt oder sich vielleicht sogar auch zurückzieht. Also viel Regulierung kann natürlich auch dazu führen, dass weniger sich dann trauen, sich auf einem Markt zu etablieren. Ja, dann nehme ich nochmal eine letzte Frage. White-Label-Lösung hier im Padlet. Kennt jemand einen White-Label-Anbieter, der eine App als eierlegende Wollmilchsau für Mobilität anbietet, die man zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein, wäre es nahe SH oder in einer Region einführen könnte und wo dann später vorhandene Anbieter dazukommen? Das ist wohl eher eine Idee oder auch eine Frage. Kennt jemand schon so etwas, eine White-Label-Lösung für so eine allumfassende Mobilitäts-App, wo man sich dann einklinken kann? Ich weiß nur, dass Door-to-Door im Prinzip ein Dienstleister ist, der gerade für ÖPNV-Unternehmen solche White-Label-Lösungen auch anbietet und auch in Kombination dann halt mit Pooling. Aber da ich selber jetzt keine App betreibe, irgendwie habe ich da sonst keinen direkten Tipp. Aber es gibt garantiert schon eine ganze Menge White-Label. Also im Navigationsbereich eher, wenn es auf die Navigation begrenzt ist. Was wir hier machen, wir gehen ja weit über die Navigation hinaus und bieten Fahrradbonus-Kampagnen an, und das wird man nicht in einer eierlegenden Wollmilchsau-Deutschland-App unterbringen, weil es dann auch irgendwann zu viel und zu übersichtlich, unübersichtlich wird. Mhm. Aber was die Navigation betrifft, arbeiten wir auch mit einigen Städten im Gespräch, dass einfach unsere
Routing-Informationen über eine Schnittstelle in eine städtische App mit eingebunden werden können. Mhm. Da hat der Bürger einen digitalen Service und Basisinformationen, und wenn es dann wirklich so ans Eingemachte geht, so in Richtung Fahrrad und Kampagne, dann gerne über die Bike Citizens App weiter. Also da gibt es auch schon Bestrebungen. Mhm. Aber da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen, was ich auch vorhin zum ÖPNV schon gesagt habe. Es ist vielen Leuten zu kompliziert, und ich würde auch sagen zu Ihnen, Herr Rath, Carsharing zu nutzen, da ist auch die Hürde schon ziemlich hoch. Ne? Also so, bis man das dann irgendwie erstens mal verstanden hat, wie öffne ich das Fahrzeug, und dann sitzt man ja in sehr modernen Fahrzeugen, die irgendwie ganz viele Features haben. Also es wird auch zunehmend kompliziert, beim Carsharing einfach in ein Auto einzusteigen und loszufahren, sondern man braucht dann schon locker mal eine halbe Stunde, bis man verstanden hat, wie man das jetzt startet. Ne? Also und Apps, wie Herr Stücke gesagt hat, können auch schnell so überkomplex werden, wenn ich halt irgendwie am Anfang 25 Abfragen eingeben muss, ob ich mit Hund oder Skiern oder Kind unterwegs bin, bevor ich dann den richtigen Fahrpreis angezeigt bekomme. Das schreckt auch ab. Deswegen ist halt die Herausforderung, es auch wirklich einfach zu machen und für alle zugänglich und möglichst auch alles, also vielleicht manchmal ein bisschen weniger Schnickschnack und dafür halt irgendwie schnell zum Ziel kommen. Wollen Sie darauf noch antworten, Herr Rath? Geht es bei Ihnen schneller als 25 Minuten? Ich hoffe, es geht schneller, aber es ist natürlich eigentlich ein ganz, ganz gutes Beispiel, weil es so die verschiedenen Interessen zeigt, weil auf der einen Seite ist unser Interesse natürlich, ihr könnt jedes Auto, jeden Roller und jedes Fahrrad anbinden, und auf der anderen Seite ist es klar, dass mit dem Fahrrad das ein bisschen anders funktioniert als mit einem Transporter und als mit einem Renault und mit einem VW. Und das bringt einfach eine gewisse Grundkomplexität mit. Und ich glaube, ähnlich ist es mit den Autos. Ich komme in ein neues Auto, das ist ein modernes Auto, das kann super viele Sachen. Und deswegen unterscheiden die sich, und man muss sich vielleicht erst kurz zurechtfinden. Ich glaube, das ist ein schmaler Grat und das ist eine Herausforderung. Und wir und viele andere versuchen natürlich, den Einstieg da so leicht wie möglich zu machen. Der erste Kontakt wäre dann eben eine App, die natürlich intuitiv erstmal sein soll und die Leute eben abholt, wo wir können. Ist aber einfach eine Herausforderung, das kann ich nur unterstreichen. Da würde ich vielleicht noch gerne anschließen, weil irgendwo kam auch sowas wie Tipping Points oder Anreize. Wir haben zum Beispiel mit vielen anderen Verbänden vorgeschlagen, als es um die Autokaufprämie ging im letzten Jahr, dass man auch staatlich natürlich anreizen könnte, wenn man auf ÖPNV umsteigt oder eben halt auch ein Sharing-Guthaben bekommt, wenn man das Auto zum Beispiel abschafft. Also da glaube ich, da spielt auch viel Musik drin, indem man den Leuten erstmal halt auch die Möglichkeit gibt, vieles auszuprobieren und das dadurch anreizt, weil ich glaube auch, wenn ich es einmal geschnallt habe beim Carsharing, wie das so ungefähr funktioniert oder beim Bikesharing, dann nutze ich das auch das nächste Mal. Aber es gibt auch die Erfahrung, dass sich ganz viele die Apps runterladen, auch von Carsharing-Unternehmen, aber nur 20%, die dann nutzen, also die anderen 80% haben sie nur runtergeladen. Ne? Also da könnte man, glaube ich, auch von Staat, Kommune, Land irgendwie eine ganze Menge machen, indem man da jetzt auch ja, so Anreize setzt, zum Beispiel auch, wenn ich umziehe. Es gibt so große Punkte im Leben, wo ich meine Mobilität ja auch neu organisieren muss, dass die Kommunen da auch immer erstmal so eine Ausprobiermöglichkeit von allem, was sie anbieten, zur Verfügung stellen. Das sind so Punkte, wo man, glaube ich, Leute dazu kriegen kann, ihre Mobilität auch zu verändern. Das ist ja natürlich auch wesentlich wichtig, dass es BMVI auch weitere Fördertöpfe zur Verfügung stellt, eben wie diesen Topf Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme, wo wir, ich glaube, bei 2-3 Kommunen jetzt dadurch reingekommen sind, die sich das zuvor wahrscheinlich hätten nicht getraut hätten, einfach mal was Neues auszuprobieren, ein neues Pilotprojekt, eine Bike-Benefit-Kampagne, digital und Apps. Da ist man sehr vorsichtig, und diese
Vorsicht kann einem natürlich, oder die Angst, was falsch zu machen, kann einem natürlich dann genommen werden, wenn so ein Projekt so 80-90% gefördert wird. Dann probiert man gern mal was aus. Und dann schafft man Werte und dann sieht man, dass es funktioniert oder auch nicht. Mein Gott, wenn es nicht funktioniert, hat man nichts verloren. Wenn es funktioniert, dann kann man ja dabei bleiben. Aber wichtig ist, dass man diese Pilotprojekte implementiert. Das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Einfach loslegen. Wir haben gesehen, dass es eine ganze Menge an Ansatzpunkten gibt. Ja, und ich würde sagen, angesichts der Tatsache, dass wir in 20 Minuten schon wieder den nächsten Workshop haben, wo es nochmal speziell ums Derps-Mobil und um Sharing geht, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei Frau Jungblut, Herrn Rath, Herrn Stücke bedanken für die tollen Einblicke, die Sie gegeben haben, was alles möglich ist. Ich denke, wir konnten das Thema Digitalisierung im Mobilitätsbereich gerade mal anreizen. Das ist sehr, sehr umfassend. Ich danke auch allen für die vielen zahlreichen Fragen und Kommentare und würde sagen, ich gönne uns allen vor der vielleicht nächsten Session jetzt nochmal eine kleine Pause und möchte vor allem noch darauf hinweisen, bitte auf diesen SurveyMonkey-Link zu gehen, vielleicht noch ein kleines Feedback, Kommentare, Anregungen auch an die Veranstalter zu geben. Insofern sage ich dann herzlichen Dank an alle. War spannend, war gut und ja, arbeiten wir weiter daran, dass die Verkehrswende hier stattfindet, auch im ländlichen Raum. Das machen wir. Schön. Ja. Vielen Dank. Viel Erfolg noch und ja. Tschüss von mir. Tschüss.